Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur heutigen Breaking News Ausgabe. Eigentlich auch wieder so eine, wo ich sage, wegen sowas hasse ich eigentlich meinen Job. Ansonsten ist mein Job ja großartig, aber wegen sowas, ja, dass ich dann immer so eine Nachricht hier bringen muss, das ist immer nicht meins. Ja, Scott Hall, der ehemalige Razor Ramon, ist heute Nacht im Alter von 63 Jahren verstorben. Es gab mehrere Probleme. Ich hatte das auch vor kurzem erst in den News. Der ist vor kurzem gestürzt und hatte eine Hüft-OP. Und bei dieser Hüft-OP gab es ziemliche Komplikationen. Und daraufhin hatte er 3 Herzinfarkte und wurde die letzten Tage dann nur noch quasi von Maschinen am Leben erhalten. Gestern kam die Nachricht von Kevin Nash, dass die Maschinen abgeschaltet werden sollen und dass sie jetzt nur noch auf die Familie warten. Die Familie war dann auch vor Ort komplett die ganze Zeit. Sie haben dann gestern die Maschinen abgeschaltet, aber er hat noch gekämpft. Also es war jetzt nicht gleich irgendwie zu Ende oder so. Er hat noch alles gegeben. Dave Meltzer hat auch geschrieben auf Twitter, dass es auf jeden Fall ein Wunder braucht. Also er hat geschrieben, es gibt Wunder auf unserem Planeten und das hier muss auf jeden Fall eins werden. Letztendlich hat es nicht geklappt, wenn man das so sagen möchte. Und Scott Hall ist verstorben. Natürlich großartiger Wrestling-Charakter. Man hört auch nur Gutes. Klar, jeder hat seine Dämonen, aber im Groben und Ganzen, was so die letzten Jahre waren und so weiter, da hat man eigentlich nur Gutes gehört. War auch in Deutschland schon ein paar Mal unterwegs. Und ich glaube, auch wieder einer der Wrestler, die so ziemlich fast jeder Wrestling-Fan irgendwie kennt. Gerade auch die aus der guten alten 90er-Jahre-Zeit stammen und da natürlich immer viel Wrestling geguckt haben, die kennen alle The Bad Guy. Und damit ist es natürlich wieder so eine traurige Meldung. Dann würde ich mal sagen, steckt euch alle einen Zahnstocher in den Mund heute und guckt Razor Ramon Matches. Und das war's dann erstmal so für das Video für heute. Deswegen wie immer, Freunde, dranbleiben, abonnieren und so, die kennt den ganzen Spaß. Ja, rest in peace, Scott Hall.